Weiter geht es mit Humankind und mit einem kleinen Frusterlebnis, das wir eben hatten. Weil wir haben festgestellt, auf dem normalen Weg Kriege zu machen, kommen wir nicht dazu, die Nachbarn zu unterwerfen. Hingehen, alles besetzen, Hand aufhalten, die Leute erpressen. Wir müssen im Prinzip als Touristen von einem Ort Europas zum anderen ziehen, immer Kleinstkriege durchführen gegen Gegner, die uns völlig ausgeliefert sind. Kleinstschritte weitermachen. Wir können da immer die Runde ziehen, das dauert noch Jahrhunderte. Nächstes Mal machen wir das anders. Ab jetzt alle kleinen Kriege hier oben in Europa, machen gleich den nächsten für den Flaschengrünen hier, die lösen wir einfach dazu, dass wir alles zerstören. Was es vor Ort gibt, dann können wir die auch entweder billig vasalieren oder einfach vernichten. Dann machen alles kaputt. Dann müssen wir keine Kriegsunterstützung aufgeben, um uns irgendwas zu holen. Holen wollen wir die Dinge ja eigentlich sowieso nicht, weil die Städte kaum produktiv sind, haben kaum Bezirke, Städtelimit ist zu hoch. Wir machen einfach alles fertig. Einzige Ausnahme, wir bauen jetzt eine Armee und eine Truppe für Südamerika. Da bauen wir einen großen Stützpunkt vor Ort auf. So, jetzt hole ich die Keule raus, freut sich auch Dschungelschleichix. In Memphis bauen wir im Augenblick eine große Flotte. Mit ein bisschen Glück ist die in ein, vielleicht zwei Runden fertig, den steht hier unten. Und dann können wir weitere Truppen hier links bauen, schon mal in Timbuktu. Und stellen hier ein, das Beste, was wir haben, nämlich Arkebusierer 39er. Die dann wie Gaias, also unsere Armee hier oben ist eigentlich zu groß. Da kann man ein paar auch runterziehen. Und irgendwann direkt ins Wasser. Und dann runterziehen die Küste lang. Meine Güte, brauchen die lange. Ich glaube, bis die da unten angekommen sind. Wir machen das aber. Wir ziehen mal einen Trupp runter. Ewig und drei Tage, bis die unten angekommen sind. Oder wir haben ja genug. Wir lassen die hier zusammen und kämpfen mit ihnen gemeinsam. Wir verstärken die Armeen nicht nochmal Richtung Osten und reißen alles nieder und marschieren von hier über das grüne Territorium als erstes, dann der Orangen rüber von hier quer einmal durch Richtung Asien in den Osten. Ja? Zu versuchen es gar nicht, die nach Brasilien zu ziehen, da bauen wir lieber neue Truppen unten. Geld ist ja da. 1362 jede Runde und wir erwirtschaften auch was. Die bleiben alle hier oben. Unten bauen wir alles neu auf. Okay? 6er Armeen können wir bilden. Es geht rüber zu den Flaschengrünen, die sind hier vorne. Durch das Territorium können wir hindurchziehen hier oben. Einmal hier rüber, bitte. Einmal hier rein. Hier können wir auch Leute noch zusammenfassen. Die können im Augenblick sich nicht bewegen. Da wollten wir nur Einheitenpunkte verschieben. Sind es zwei Bürger, zwei können wir noch herstellen. Mit der Viererarmee kommen wir schon mal rauf, um oben anzulanden. Einmal hier hin. Mit der Armee hier, die wollten wir auch auflösen. Punkte Richtung Memphis schicken. Statt hier oben hatte noch einen Bürger, ein Schwertkämpfer entsteht hier oben und eine Runde weiter. Und hier wollten wir Truppen produzieren. Wir gucken mal, was die nächsten coolen Militäreinheiten sind, die wir rüberbringen können. Wir schalten im Augenblick das Städtelimit frei. Das extra. Das ist aber gar nicht so unbedingt notwendig. Wir können auch auf teurere Einheiten gehen. MG-Schütze. Unser Spezialeinheit. 49er MG-Schütze. Den holen wir uns. Und Mörser.
um Stadtmauern in Schutt und Asche. Nee, das ist eine schwere Waffe. Das ist eine Einheit, die wir auch mitnehmen können, die von weit hinten aus dem Rückland auch feuern kann. Die gehen auch sofort. Lass uns die mal zuerst machen. Dann können wir die nämlich gleich produzieren. Musketiere, hier sind die ganzen coolen neuen Einheiten. Hier sparen wir 100 Einflusspunkte. Wir fangen mal damit an hier. Hiermit fangen wir an. Wollen direkt in den Kampf rein. Dann eine Runde weiter. In Memphis. Schiffchen gebaut. Karacken haben wir hier unten. Fünferflotte komplett fertig. Ich glaube, das reicht auch. Damit ziehen wir einmal rüber zum Feind und quer rüber. Wir könnten eine zweite Fünferflotte bauen. Aber ich glaube nicht, dass die uns... Das sollte eigentlich reichen. Jetzt fangen wir. Jetzt können wir anfangen, Einheiten zu bauen, oder wir warten ab, bis wir in drei Runden die coolen neuen Einheiten erforscht haben. Wir können jetzt hier bauen. 39er Arkebusiere, da erforschen wir gerade deutlich bessere. 42er dann Vigaya, da hatten wir eben ja festgestellt, die wir jetzt erforschen, ist dieselbe Kategorie von Einheit, nee, MG-Schütze, aber 7 Punkte besser. Die machen wir stattdessen. Die beiden. Den Mörser und der Musketier wird auch wiederum besser sein. Okay. Das heißt, wir erforschen gezielt die besseren Einheiten, bis dahin bauen wir noch ein paar coole Dinge auf. Wir könnten auch eine zweite Flotte, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Einheitenpunkte sind ja da. Leisten können wir uns das auch. Nochmal 5 Einheiten raushauen. Die Frage ist, ob das nötig ist. Nochmal eine Fünferflotte. Sollen wir noch eine zweite Fünferflotte bauen? Was meint ihr? Zweite Fünferflotte oder nicht? Bisschen pokern. Wir beschließen mal, dass wir es nicht brauchen. Einfach so. Wir hoffen, das passt. Stattdessen noch mehr Forschung, noch mehr Produktion. Einheitenlimit ist bei 97. Stabilität bei 97. Weitere Gebäude, die uns pushen können. Bauen haben wir immer noch keine. Forschungsviertel, die dunkelblauen, haben wir hier im Moment gar keine gebaut, ne? Entschuldigung. Hier unten 3. Nur 3. Das hilft hier nicht so wesentlich weiter. Noch mehr Produktion, noch mehr Nahrung. Geht ein Nahrungsfeld kaputt, das ist egal. Hier vorne hin, Timbuktu, Druckerei fertig. Hier haben wir viele Forschungsviertel, das lohnt sich. Und hier können wir 3 weitere Bürger einstellen. Stabilität bei 92, die würde ich gerne vorher durch einen schnellen Bezirk raufbringen. Noch ein Bauernviertel, hier oben drauf. Drei Städte, Nesa, einmal ein Schwertkämpfer, eine Einheit ist noch da, ein Bürger, können wir einen weiteren generieren hier. Hier unten in Sonnenfels, Stabilität bei 100%. Ja, wir könnten Späher rüberschicken, die Flotte, die wir jetzt rüberschicken, das sind quasi unsere Späher, wie das eine Idee, da hast du recht. Und dann sind wir gleich klüger. So, Sonnenfels. Wir haben hier auch Küsten. Wir müssen natürlich auch die Küsten schützen. Es könnte sein, dass sie rübersetzen können.
Aber das ist unwahrscheinlich, weil ich weiß nicht, die sind technologisch eindeutig hinter uns. Das geht gar nicht anders. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Dann wollten wir ja noch mehr auf Produktion gehen. Marktviertel haben wir kaum gebaut. Das sind das Marktviertel hier. Die schwimmenden Märkte sind Marktviertel. Die können wir mal schnell dazwischen schieben. Ein Geld auf Marktviertel und noch weiter. Das gibt uns ein bisschen Geld. Das ist super schnell gebaut und gibt uns auch noch mal Geld. Bauen haben wir keiner. Einheiten billiger bauen. Die wollen wir doch demnächst bauen. Das macht Sinn. Turnierplätze. Ach, können wir die eigentlich auch hier oben bauen? Nochmal Gebäude, die uns die Ressourcenkosten senken. Nee, nicht wirklich. Haben wir alle schon gebaut, ne? Brauchen wir nicht. Dann geht es hier weiter. Eine weitere untätige Stadt, Casablanca. Und noch ein Forschungsviertel. Eins nach dem nächsten, bitte. Zwei Wissenschaft pro Forscher nehmen wir. Ein weiterer Bürger, der als Forscher arbeitet, und dann das nächste Forschungsviertel dahinter. Dann hier vorne hin. Wie das seht ihr, meinte, eventuell sind sie doch weiter mit der Forschung, weil wir hinken ja auch hinterher. Wir sind in der Epoche wissenschaftlich, ja, quasi im Übergang von 3 auf 4. Und die sind, glaube ich, in der vierten Epoche, ja. Könnte sein. Wir gehen mal gucken. Wir scouten auf jeden Fall. Jetzt ziehen wir mit den Armeen rüber. Es geht direkt rüber zu den Grünen. Will we end the day friends or foes? So. Das Territorium hier ist blau, das heißt, hier können wir heilen. Komm mal dahin. Ja, bin in einer Runde. Auch. Einmal hier hin, bitte. Das gilt auch für die Kollegen hier, die können ja auch heilen. Die setzen hier an Land. Mit ihnen geht's oben lang. An Land, bitte. Drei Armeen, die nichts zu tun haben. Hier ist mal wieder einer entstanden. Den wir hier unten auflösen. Einheiten werden nach Memphis verschoben. Ein weiterer Bürger da entsteht jetzt hier. Brav. Dann können wir mit dem nächsten weitermachen. Mit denen machen wir dasselbe Spielchen jetzt auch wieder. Einmal auflösen, bitte. Hier entsteht auch wieder einer. Ein Angebot kommt rein. Die Goten wollen uns Geld geben für Luxusgüter. Würden minimale Geldbeträge bekommen. Gegenvorschlag, gibt uns viel Geld. Ich habe keinen Bock irgendwie. Dann hier vorne. Das sind die, ne? Die müssen noch heilen. Ziehen hier schon mal drauf, dann heilen die hier vorne. Und eine Runde weiter, Leute. Eins weiter. Irgendwo nimmt die Bevölkerung zu und ab. Drei Städte untätig. Memphis. In zwei Runden haben wir die neuen Einheiten zur Verfügung zu einem Bau. Erstmal bauen wir hier noch weiter schöne Dinge.
Sollen wir einen Siedler mitnehmen? Einfach mal auf Verdacht, falls wir irgendwo einen Platz finden und sagen, wir wollen eine neue Stadt gründen. Einfach so. Als Option, dass der immer mitkommt. Der ist relativ billig. Das könnte. Obwohl, wir werden in Kürze wahrscheinlich noch coolere Einheiten haben. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Geht auch so. Wir bauen. Oh, wir können noch mehr Häfen bauen für mehr Nahrung. Ja, machen wir gerne. Nahrung und Geld hierhin, bitte. Noch ein Hafen. Wo denn? Direkt daneben. Okay. Und hier vorne. Dann Nesa. Bürger hier 0. Weitere Einheit nicht möglich. Nächster Bürger in 2 Runden. Wie können wir hier unten? Wir bauen hier unten weiter Bezirke. Cool, hier geht die Stabilität sogar rauf, weil noch nicht so viele Bezirke da sind. Viel Nahrung. Eventuell können wir Bürger immer rüberpumpen gen Memphis. Hierhin. Ist das 7? Boah, ist das viel. Einmal 9 hier vorne. 11 hier. Einmal hier hin. Und noch eine Stadt, die nichts zu tun hat, Bullenhorn. Und wir haben neue Arbeitsplätze geschaffen für Wissenschaftler. Ich glaube, wir müssen demnächst noch Bauern einsetzen. Ansonsten entstehen ja keine neuen Bürger. Und wenn wir das machen wollen, müssen wir auch mehr Nahrung für Bauern schon mal einsetzen. Anders wird es nicht gehen. Das wird anders nicht funktionieren. So, jetzt ziehen wir mit den Armeen rüber. Sind alle schon fit? Ausgeheilt? Können wir angreifen? Noch nicht ganz. Wir warten nur eine Runde ab hier. Die können wir verbessern für sündhaft teures Geld für Arkebusiere. Das ist im Moment, glaube ich, nicht notwendig. Für 14 Gold heilen. Schicken wir mit der Armee schon mal, können wir schon mal vorgehen. Das ist nur ein Außenposten, dann kann man durchziehen. Ziehen hier rüber und durch. Das ist ein Außenposten. Nur, das heißt, da können wir auch in den Angriff gehen. Der Besten bitte nach vorne. Einmal nach vorne. Auch schon mal hier vorne hin. So, und das Regiment bleibt hier erstmal eine Runde stehen. Und das kann nicht wirklich weiter. Das bleibt ja auch mal eine Runde stehen. Und mit dem kann man nach oben ziehen.
Ja, jetzt zieh mit dem rauf nach oben. Das Spiel kennt ihr schon. Ein neuer Bürger ist da. Ein Bürger, deshalb den Schwertkämpfer vorziehen. Einmal auflösen. Bevölkerungspunkte nach Memphis transferiert. Dasselbe Spiel hier vorne. Auflösen. Und das ist die Flotte, mit der wir mal gucken gehen, wie es im Westen aussieht. Bei den Brasilianern. Die sind nicht ganz fit. Die kommen schon mal ein Feld nach vorne. Und eine Runde weiter. So, die Normannen sind Polen und in der frühen Neuzeit angekommen. Schauen wir uns mal an, wie gut es sich entwickelt mit der Religion. Alles ist jetzt blau geworden durch den Bau des einen Weltwunders. Dringende Angelegenheit, teuflischer Trank. Das Reich steht am Rande des Abgrunds. In Städten im ganzen Land herrschen Unfrieden, Aufruhr, Sittenlosigkeit, anzügliche Unterhaltung in zwielichtigen Theatern, zum Beispiel in der gefürchteten Twitch-Taverne. Bis hin zu schrecklichen Taten gesetzloser Banden. Damit seid ihr gemeint. Greift immer weiter um sich, was viele dem billig verfügbaren Vergnügen des Alkohols, unter anderem von Writing Bull ausgeschenkter Drogen, zuschreiben. Ist es an der Zeit, das Trinken zu verbieten? Wenn wir das abweisen und sagen, nein, wir wollen weiter saufen, dann pushen wir nicht mehr die Forschung, sondern den Glauben. Wenn wir dagegen sagen, wir wollen es verbieten, geht es ein Stück weiter nach innen. Das ist nicht ganz so schlimm. Wir verbieten den Alkohol. Er ist in einem aufrechten Reiche fehl am Platze. Sonnenfels. Turnierplätze gebaut, wir können Einheiten billiger bauen. In einer Runde sind die neuen coolen Einheiten da. Wir bauen doch mal schnell, falls die Brasilianer oder andere kommen, wenigstens mal eine Palisade, falls wir direkt angegriffen werden. Das kann nicht schaden. Eine Palisade schnell mal gebaut. Haben wir noch überschüssige Produktion? Nein. Da ist der erste Bauer da. Hier nichts zu tun in Bullenhorn. Wir hatten einen Kornspeicher errichtet und könnten jetzt auf Nahrung gehen. Und doch ein paar Bauern einstellen. Da die Produktion extrem hoch ist, packe ich die mal alle hier rüber. So. Vorrang bei Forschung, dann Nahrung, dann Produktion. Jetzt bei 117. Und damit können wir eine Weile arbeiten. So, und dann Steinverarbeitung bringt nicht viel, aber ein bisschen was. Mehr Arbeiter, Kunsthandwerkstätte. Wir bauen auch hier mal eine Palisade. Weil wenn wir jetzt langsam die Leute in Übersee kennenlernen, die haben auch Hochseeschiffe, so ein Minimum an Verteidigung zu bauen, das kann nicht schaden. Das können wir ruhig machen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Geld hier ein durch den Lebensmittelmarkt. Und danach geht es dann weiter mit weiteren Distrikten. Noch mal mehr Nahrung bitte. Mehr Produktion bitte. Jetzt geht's hier Richtung Osten. Ich
Hier würde ich gerne jetzt diesen Außenposten plündern. Das sollte eigentlich möglich sein. Können wir die angreifen in deren eigenen Territorium? Die können wir angreifen in deren Territorium. Dann bekommen die allerdings, bekommen wir Kriegsunterstützung, die bekommen vielleicht einen Groll. Wie empfinden die uns gegenüber, sind übellaunig. Wir könnten auch gleich den Krieg erklären. Und dann plündern wir uns einmal durch. Sollen wir den gleich mal den Krieg erklären? Wer machen wir erklären den? Wir erklären sofort den Krieg hier. Dann plündern wir alles fertig, dann ist es auch egal. Wie groß ist deren Reich denn? Wir machen alles kaputt und danach müssen die aufgeben. So stelle ich mir das vor. Können wir machen das. Überraschungsangriff. Too late. There will be no discussions, no arguments, only war. You Krieg. Threaten me with violence. I threaten you with ridicule. Beowulf regt sich auf. Ist im Mittelalter wie im Industriezeitalter. Jetzt kommen wieder die üblichen Metzeleien. Sollen wir die erstmal vertreiben? Ein einzelner Krieger aus der Antike. Mit ihm ziehen wir. Geht das? Ja. Wir plündern alles einmal durch. Dann verhindern wir auch, dass sie daraus wieder Städte machen. Das hat mich eben so schwarz geärgert. Der haut ab. Und der könnte ihn eventuell erwischen, wir können aber nicht in dieses Territorium. Das geht nicht. Jetzt ziehen wir mit den Truppen vor. Hier drauf. Hier hinterher. Noch weiter hinterher. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder die übliche Aktion, weil in der Nähe ein Kampf stattfand, dass wir im Chat heißt es auch, das Plündern nochmal aktualisieren müssen. Und ihm ziehen wir mal vor. Wir müssen ja leider übers Wasser, um runterzukommen. Das ist ein bisschen doof. Wahrscheinlich müssen wir nochmal plündern. Kein Kommentar. Hi Ingo, vielen lieben Dank. Liebe Grüße, danke dir herzlich fürs Ab. Kaninchenknie fragt, ob Jungkant besser sei als Civ 6. Ich wette, da Sekundenbruchteile später bekommst du einen Link gepostet von Wie das ne dir. Schau da gerne mal rein. Mein Vergleichsvideo. Also in der Kurzfassung, es ist nicht besser, es ist anders. Aber Civ 6 hat einen riesen Vorsprung. Die Zielgruppe ist eine andere, Jugendkind ist nicht so komplex, ist ein bisschen einfacher. Andererseits Civ 6 richtet sich also mehr an Leute, die so ein super komplexes Spielerlebnis haben wollen. Und Jugendkind ist etwas weniger komplex, das ist Absicht der Entwickler. Die wollen schnellere Partien ermöglichen, haben bestimmte Spielfeatures deshalb abstrahiert. Und deshalb ist die Zielgruppe nicht genau die gleiche. Das ist so, so in etwa. Deswegen haben manche Jugendkind-Fans als Bashen von Jugendkind aus, aber das ist gar nicht so gemeint von mir. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Ehrlich nicht. So, mit denen hier können wir hier nicht mehr rein. Kommen mit einer Armee noch weiter. Nee, auch nicht mehr. Dann wollen wir hier noch weiter Erkundung betreiben. Er braucht zwei Bewegungspunkte.
wir ziehen mal. Da kommen wir auch direkt durch. Ach, ist egal, komm. Dann fahren wir einmal hier lang. Nebel reduziert nur die Sichtweite. Ah ja, und jetzt sehen wir mal, wo die stehen bei der Schiffsfahrt, bei Coggan. Nur eine Stufe unter uns. Nur eine unter uns. Das heißt, die können noch nicht problemlos über den Ozean fahren, aber die sind schon relativ stark mit 35 Punkten. Und wir haben 40. Das ist riskant, wir können nämlich hier nicht heilen. Ich würde noch mal eine zweite Fünferarmee raushauen. Die brauchen wir auch zur Begleitung unserer Truppen gleich. In einer Runde bauen wir die. Wir ziehen mal weitere, wir haben ja mittlerweile 50 Bürger, noch mal weitere 5 Karacken zusammen. Oder wir verbessern einfach nur die. Wir können da 6er mittlerweile machen, ne? Dass wir eine weitere Karacke auch nur bauen, das reicht schon. Ja. Der hier vorne, der skippt eine Runde. Im offenen Territorium können die uns angreifen. Ich frage nur, was bringt denen das? Wir wollen noch ein bisschen was weiter aufdecken. Küstenlinie mal abfahren. Weiter geht's gar nicht. Eine Runde weiter. Jetzt bin ich echt gespannt, wie die darauf reagieren, dass wir uns ihrer Grenze nähern. Wie die Irokesen, die brasilianischen Irokesen, wie die darauf reagieren, wenn wir jetzt angedackelt kommen. Bin sehr gespannt.